Moin moin, mein Name ist General Heinrich und ich brauche keinen Backreporter. Ja, ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und wir sind immer noch bei Gaines Mill und wir müssen die Union bis zum Ende des Tages hinter diesem Hügelkamm nach Süden abdrängen. Bereiten Sie sich auf den letzten Angriff vor. Zur Pause. Jetzt haben wir hier quasi, wie heißt der neue General überhaupt? Jackson. Okay. Ja, ich habe da nichts Besonderes. Wo ist der Nachschub? Er hat Nachschub. So, und die Kanonen. Kanonen und Jackson lasse ich erstmal bis hierhin laufen. Könnt ihr mal bitte den da töten? Danke. Wort der Mahlzeit, Anderson kannst du. So, und die müssen wir echt zurückdrängen. Wo ist mein Munitionswagen? Her damit. Ich hoffe, die verrecken da am Fluss jetzt hier eigentlich. Der Taylor müsste sich ja quasi gleich auflösen. Stück zurück. Die kommen, haben noch nichts aufgedeckt. Es kommen mehr Truppen an, um den Angriff voranzutreiben. Ja. Ach, Hector und Co. Ja, Hector und Co. Gleich hier. Da hinten brauchen wir Munition. Ich hätte gerne mal den nächsten Munitionswagen. Ich habe zwei für zweite Division extra eingekauft. Jetzt habe ich da Geld reingesteckt. Das will ich jetzt hier haben, weil ich brauche Munition. Aber ohne Munition können wir die nicht besiegen. So, Louis, kannst du mal einen Versuch machen? Ach du Scheiße, Lane. Brauchen Sie vielleicht noch die Kavallerie hier. Kurz den Gegenangriff da unterstützen. Ich hoffe, die laufen jetzt mal vom Rand da. Also kriegen da jetzt was von ab. Und dann mal. Oh, da! Feindkontakt, Feindkontakt! Und erobert. Fantastisch.
weiter marschieren, bis auf das Eroberte. Zurück. So. Kanonen stelle ich dann doch lieber hier hin. Oh, die haben sich komplett aufgelöst. Das finde ich ganz gut. Wir müssen doch mal... Wir müssen noch mal verrecken da. So, Lewis, Kanonen brauchen wir auch nicht mehr. Ganz zurück. Ab ins Kornfeld, Bäckermühlchen. Oh, was decken wir da gerade auf? Sind die alleine? Weiter. Weiter, weiter, weiter. Auch die haben sich in Luft aufgelöst. Sie haben komplett aufgegeben. Das muss doch mal reichen, da Jungs. Jackson hat sich nicht dahin bewegt. Zu mir? Oh ja, es kann sein. Endlich. So. Zacke. Hier passiert. Hallo, Kanone angreifen. Da sind noch mehr. Ah, Grimes rennt mal wieder da. Wird nix. Attacke! Attacke! Nachrücken! Ihr könnt auch gleich nachrücken. Hier, gleich den nächsten. Oh, das klappt. Als Information bitte. Alter. Haben wir hier alles platt gemacht? So, Konföderierte hat Mac irgendwas, ich kann es gar nicht, Supplies hat aufgegeben, wollten Supplies auch gegeben. Ja, okay. Weiter marschieren. Weiter marschieren.
müssen noch laufen, dann können wir den nächsten Supply holen. Und ja, ich habe keine Ahnung, Franklin, holt ihn euch. Ah ja, wir müssen hier noch vorrücken. Nicht, dass hier noch die Zeit abläuft oder so. Also Männer. Ihr bitte auf den und ihr dürft bitte den als nächstes schnitzen. Muss doch mal reichen. Oh, kriegen wir Franklin irgendwie dran? Komm, es sind 300 Attacke. Laufen. Lass laufen, wenn wir zu klein waren. Haben wir ja. Ach so, nix. Ich muss sagen, es sieht wirklich gut aus gerade. Obwohl der Nahkampf wird jetzt nicht gelingen, aber... Ja, Sieg! Scheiße, es geht nur 12 Minuten. Wow! Warum hatten wir denn doch mehr Einheiten als der Feind? Da traf ich jetzt nicht. Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn wir da so viel... Na gut, vielleicht war das historisch gesehen auch, dass die Konföderierten da halt einfach... ja, da eine Übermacht waren. Hm. 22.000 hatten wir, die Hälfte hatten die. Kein Wunder, dass das geklappt hat, was ich gemacht habe. Verluste. 3000 Mann haben wir verloren. Die haben 8000. Aber 200 Mann bei der Kavallerie verloren. Die haben 646 vermisst. So. Siegfried ist verletzt. Ah. Hm. Zwei Karrierepunkte. Einen Herrn Hill haben wir bekommen. 1000 Rekruten. Oh, Siegfried. Du bist du wieder krank. Na dann, Herrn Hill rein. Hill, übernehmen Sie. Abgefangene Nachricht. Nach der Schlacht von Gaines Mill formen wir zurzeit unsere Streitkräfte neu und suchen nach einer Gelegenheit für einen Gegenangriff an General Heinrich. Unglücklicherweise haben wir schwere Verluste erlitten. Yes! Und sind nicht in der Lage, aggressiver vorzurücken. Ich bin mir sicher, dass wir Heinrich besiegen können, wenn wir mehr Unterstützung von ihnen erhalten. Major General Evander Otis. Abgefangene Nachricht. Herr Präsident, in Gaines Mill haben wir gegen General Heinrich gekämpft und vieles von unseren, von seinen Taktiken in Erfahrung gebracht. Ich bin mir sicher, also wenn er das, oh Gott. Ja gut, das habt ihr, ihr habt das Chaos von mir gelernt. Ich verbreite Chaos auf dem Schlachtfeld. Ich bin mir sicher, dass der Transfer unserer Korps in den Zentralstaaten mit einer Stärke von 24.600 Mann, wenn ich mich recht erinnere, nicht genug sein wird. Wir brauchen weitere Verstärkung gewandter Schnell.
Major General Walter Johnson. Oh. Kommt gleich die nächste große Schlacht. Hm? Ja, komm. 500. Können wir bei den Kanonen noch eine kurven? Zwei. Nahkampf ist eine Bombe. Lassen wir mal so. Anderson. Ah, der ist teuer. Nee. Auch wenn es teuer ist, komm. Mir Wumpe. Anderson liebe ich. Der kriegt seine 250 Veteraner. Zack. So. Lane. Grünschnäbel. Yes, sir. Sag ich doch. Grünschnäbel. Ja, jetzt ja, Kaufen von Leuten, das ist natürlich, dauert natürlich länger, umso mehr man hat. Ich habe gerade überlegt, ob ich das Video schneide und zusammenfüge, aber da ist jetzt ja meine Begrüßung drin und denke ich mir, ist auch irgendwie blöd. Wenn ich dann sage, ja, ich zwischendurch ein Video. Wir fangen einfach gleich die andere Schlacht mal an, gucken uns die an. Ich will nur kurz meine Leute. Oh, Kemper hat's echt erwischt. Den zweiten, den Bruder Kemper. So, Jackson kriegt Veteran. Ich weiß, er ist nicht so effektiv, wie ich es mir gern wünschen würde. Ist mir aber schnurz egal. Warum kriegst du drei? So, der kriegt auch nur 500. Kaufen wir ein paar Grünschnäbel. Und ein paar Grünschnäbel, ein paar Veteranen, dass die Werte nicht zu schlecht werden. So, erste Division ist soweit safe. So. Dann sind das jetzt meine, werden das meine Schützen. So, kriegt einen ganzen Veteran. $24. Bleibt meine Nahkämpfer. Und zack. 5, der hat auch nur ein paar verloren. Machen wir zwei Nahkämpfer und zwei Schützen. Dann können wir mich hier gleich auf Muckis gehen. Sir, yes, sir! Sir, yes, sir! Und übernehmen. So, der hat auch Punkte gekriegt. Hier machen wir zwei Schützen und einmal Nahkampf. Kaufe ich noch was? Ja, komm. Wir kaufen hier noch mal Infanterie. Ich mache das dann so, machen wir hier oben. Zwei Schützen, zwei Nahkampf. So. Karriere. Straight auf Politik. Nee, abbrechen. Ich glaube, ich hatte letztes mit jemandem geschrieben. Mac Baguette. Maximal 6 erstmal auf Truppenteil. Später können wir das voll machen. Dann haben wir das jetzt hier mit 2 Punkten. Also hier schon auf 6 und da auf 6. Die nächsten packen wir bei Politik rein. Dann sollte das Geldthema erstmal Geschichte sein. So, ich werde jetzt mal ein bisschen cheaten. Ich gehe in den Start. Schöner
Da braucht man die 40 Begrad. Oh Gott, da können wir ja schon wieder so viele Leute reinstecken. 60 Brigaden. Aber keine Reserve. Hier nochmal ins Lager. Und für den zweiten Korb kaufen wir nochmal ein. Dann seht ihr mal so ungefähr, wie ich hier haushalte, was ich mache. Das mache ich ja, versuche ich ja normalerweise, ja, brauche ich nicht zeigen eigentlich. Ich glaube, ich habe es am Anfang mal gezeigt. Ich versuche jetzt einfach nur, ja, Marine Corps oder hier generell Soldaten, Brigaden irgendwie aufzustellen, weil wir brauchen Brigaden. Also wir hatten ja mit der vorigen Schlacht, hatten wir, finde ich, Glück. Wir hatten die Möglichkeit, irgendwie 50 Brigaden aufzustellen. Die hatte ich nicht. Und jetzt haben wir schon wieder so eine Möglichkeit, sehr viele Brigaden aufzustellen. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass das Spiel mir sagt, hey Heinrich, du hast ein bisschen wenig Einheiten. Ich glaube, das versucht mir das Spiel gerade so aus der Blume zu sagen. So, ich werde das jetzt einfach mal testen. So, ich speichere nochmal. Starten. Oh, jetzt geht's los. Ja, das ist die zweite Angriffswelle ein bisschen. Ja, die erste kommt dann Heinrich. Er hat mehr Brigaden. Die zweite, oh, die hat auch schon 15. Fantastisch. Haben wir 30 Brigaden von 60. Die es in dieser Schlacht, ja, möglich wäre. So, Schlacht um Malvern Hill. Ein Hügel. Ich gucke gerade in Vietnam-Doku. Da kämpft man auch fast nur auf Hügel. Naja, und ich habe ja geguckt, die ist fertig. Oder? Doch, die letzte Folge war, ja, ich bin fertig, genau. Nach der Schlacht bei Gaines Mill war General McKellen davon überzeugt, dass der Halbinselfeldzug nicht fortgeführt werden konnte. Das Hauptlager der Unionsarmee wurde bei Harrison's Landing aufgeschlagen, um sich auf den Rückzug vorzubereiten. Unter den Schutz seiner Panzerschiffe hat General McKellen seine letzte Verteidigungszuflucht auf Malvern Hill organisiert. Wir setzen alles auf eine Karte und greifen die schwer befestigte Stellung an, um den Operation der Union vor Richmond ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Oh, Panzerschiffe. Das hört sich nicht... Ja, Start. Nach unserem letzten Kampf waren die Yankees zum Rückzug gezwungen. Sie bereiten sich auf einen Rückzug über Harrison Landing vor, habe ich schon vorgelesen, ein paar Meilen südlich. Jetzt haben wir die Möglichkeit vorzurücken und sie vollständig zu vernichten. Ja, das glaube ich nicht. General McKellen ist so vorsichtig, dass seine halbe Armee ein paar Meilen südlich Harrison's Landing bewacht. Er glaubt wahrscheinlich, dass er in Unterzahl ist. Wir haben das Groß unserer Armee darauf konzentriert, Malvern Hill einzunehmen, der ihre rechte Flanke schützt. Wenn wir sie erfolgreich zurückdrängen, ist für sie alles verloren. Ihre Flanke wird zusammenbrechen und wir werden sie hinunter zum James River verfolgen. So, dass keiner...
War da noch? Fehlt er da ein Wort oder habe ich da gerade irgendwas verlesen? Na, egal. Das Groß ihrer Verteidigung ist am Fuße von Malvern Hill stationiert. Sie erwarten uns mit schwerer Artillerieunterstützung. Oh Gott. Um in offenes Gelände vorzurücken. Oh Gott. Es ist sehr riskant, die Westseite von Malvern Hill anzugreifen. Das Gelände ist sumpfig und unsere Soldaten werden erschossen werden, bevor wir den Hügel überhaupt erreichen. Ja gut, dann gehen wir da gar nicht erst hoch. Die haben ja Höhenvorteil, die hatten da Sumpf und egal, da macht es keinen Sinn. Ein Angriff auf die Ostseite ist auch keine gute Idee. Es gibt nur wenige passierbare Flussabschnitte und wir werden zu viele Männer bei dem Versuch, die scharfkantigen Klippen zu erklimmen, verlieren. Toll, das heißt, wir können sie nicht flankieren. Und was bedeutet denn das Symbol, dass hier mehr Einheiten sind? Weil hier ist eine Reihe und dahinter ist auch eine Reihe. Obwohl es stark befestigt ist, ist ihr Zentrum ihre schwächste Stelle. Wir müssen es durchbrechen. Vorbereitung zum Angriff. Okay. Ihre Position ist stark. Unsere Stabsoffiziere haben dazu geraten, sie mit Artillerie zu schwächen, bis all unsere Truppen sich in den Kampf anschließen können. Wir können den Westen von Malvern Hill ins Kreuzfeuer nehmen, wenn wir unsere Artilleriebatterien in der Nähe positionieren. Meine sind kurz, also meine können wir nicht nutzen. Und von hier können wir die Ostseite des Hügels bombardieren, nicht mit meiner Artillerie. General, es ist ratsam, an diesem Plan festzuhalten. Aber wenn es eine Schwachstelle in der Formation der Union gibt, können Sie natürlich anders entscheiden. Wir haben Munition für etwa eine Stunde Dauerfeuer in Reserve. Oh, das sieht doch schon mal very nice aus hier, wenn man so alles dasteht. Das sind meine 15 Brigaden. So. Jetzt habe ich hier viel Text gelesen, wir haben viel Ausschnitte gesehen und es ist nicht das komplette Schlachtfeld. Und das ist, glaube ich, hier die Stelle, wo wir nicht angreifen sollten. Hier auch nicht, oder? Dann gehen wir hier einfach runter. Frontal und hauen zu. Aua. Start. Nördlichen Hügel von Malvern einnehmen. Ja, okay. Ich schicke Anderson auf diese Seite. Pound. Hier lang. Hector. Hier lang. Nicht, dass ich jetzt hier links lang gehen will oder so. Ich habe einfach immer nur Angst, dass ich flankiert werde von Kavallerie oder sonst irgendein Zeug, was ich nicht mag. So. Können wir mal die ganzen Nahkampf-Sachen schützen. Nahkampf. Machen wir zwei rein. Was ich nochmal fragen wollte. Wenn jemand... Also... Der Bürgerkrieg interessiert mich, also ich habe jetzt darüber nicht viel gelesen. Ich versuche immer, mir irgendeine Doku-Reihe zu schnappen, dann lese ich ein paar Artikel zu. Also Vietnam hatte ich jetzt, U-Boot-Krieg habe ich jetzt auch noch vor. Eine Dokumentation, ich weiß nicht, wie lange sie geht, wie viele Folgen sie hat, aber sie liegt bei mir, ich habe sie mir ausgeliehen. Eine ZDF-Vierteiler-Doku mit Panzer habe ich mir erst vor kurzem angeguckt. Ging, war okay, war so... War ein paar interessante Informationen da, aber ich fand, das hatte, da es von ZDF war, von den öffentlichen Rechtlichen, hatte ich mir noch ein bisschen mehr. Also sie haben das so ein bisschen. Es kam mir vor, als ob sie das für RTL 2 Zuschauer gemacht haben. Ich will jetzt keine Leute ärgern oder schlecht machen, die RTL 2 gucken, aber sie haben sehr viel wiederholt. Und ich bin zwar auch nicht der intelligenteste Mensch, aber
wenn ich eine Folge geguckt habe gerade eben. Ich habe es in der Mediathek gesehen. So, ich habe mir die erste Folge angeguckt, die ging um den Ersten Weltkrieg. Guck mir die zweite an. So, und dann erzählen die in der zweiten, also in der zweiten Folge geht es um den Zweiten Weltkrieg, aber die erzählen erstmal 5 Minuten, was in Folge 1 passiert ist. Da denke ich mir, hallo, ich habe es doch erst gerade gesehen. Ich hasse das auch bei Serien. Aber bei Netflix, die Serien zum Teil, kann man das vorspulen und die machen das gar nicht mehr. Ein Kasper-Kram brauchen wir nicht. Finde ich zumindest. Wenn ihr es anders seht, schreibt es in die Kommentare. Nee, wenn ihr eine Dokumentation hierüber, Entschuldigung, kennt, dass es eine, vielleicht eine gibt, die alles gut erklärt, von den Beweggründen von Nord und Süd zu dem Krieg, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Also ich hätte auch Bock, dazu mal was zu sehen. Ich habe zwar noch den Film Lincoln zu Hause liegen, auch eigentlich ausgeliehen. Müsste ich aber das muss ich mal meinem Kumpel geben, scheiße. Jetzt, wo ich es erwähne, könnte ich eigentlich auch mal gucken. Wobei, der ist auch auf Netflix. Dann könnte ich ihn einfach zurückgeben und egal. Ja, wie gesagt, wenn ihr interessante Dokus habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin halt so ein kleiner Doku-Junkie. Pound, warum hast du dich nicht bewegt? Habe ich nicht geklickt oder... Wir haben ja auch Kavallerie hier, ne? Grimes, schicke ich hier nochmal in den Wald. Spulen wir nochmal ein bisschen vor. Schützen auch quasi einen Hügel. Könnte es auch so machen. Anderson, halt den Punkt. Anderson, sage ich schon. Anderson soll hierher. Und mal ein bisschen Flame machen. Kanonen. Habe ich nicht zwei? Ich habe nur zwei in der ersten Division. Okay, das heißt, wir müssen demnächst mal eine kaufen, ne? Und zurück. Und zurück. Okay, ist getarnt. Weiter. Ganz schön viel los. Noch Anderson in diesen Wald schicken. Oh, Heinrich habe ich gar nicht bewegt. General brauchen wir ja auch. So, jetzt warte ich kurz ab, bis alles da ist und dann gehen wir in den Angriff über. Dann müssen wir ein bisschen, ja, Feuer schlucken. Oder wir machen es anders. Ne, ne, wir warten noch ganz kurz. Ich will die haben. Also erstmal würde ich gerne... wieder raushauen. Oh, Grimes wurde gesehen, ist aber nicht so schlimm. Jetzt wissen wir, dass da Kanonen sind.
Hab zwei Mann verloren, die haben dafür teuer ihr Leben bezahlt, aber wir wissen es jetzt. Was? Nur los. Kaffeetime. Oh. Der Rest unserer Division stürmt ins Gefecht. Schon? Da sind aber Namen dabei. Na gut, ich habe jetzt viele gekauft, aber sind das meine? Ich bin mir gar nicht sicher. Es ist an der Zeit für unseren umfassenden Angriff, General. Es ist ratsam, ihre stärksten Brigaden in ihr Zentrum anzugreifen. Ja, bin dabei. Ja, es ist Jackson. Okay. Gut, ich würde sagen, ich habe jetzt ein bisschen hier von Malvern Hill gezeigt. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break. Ich finde nicht, dass so die Videos allzu lang werden. Und ja, die Schlacht, sage ich mal, geht nächstes Mal weiter bei der nächsten Folge. Also haut rein, abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.